Ja, ihr lieben Freunde und Zuschauer, ich habe mich lange zurückgehalten, diesen Schritt heute zu tun. Aber die Umstände, auch im Außen, haben mir mit meiner geistigen Führung gezeigt, dass dieser Schritt jetzt notwendig ist. Heute haben wir einen neuen Bovis-Wert, das wo durch so viel über uns geredet wird, die Zeit im Netz, einen Bovis-Wert von 21,00 QBE, also bitteschön, Quadrillion Bovis-Einheiten. Ich weiß, was die meisten denken und was die meisten sagen. Die meisten nämlich, die sagen zu uns, wir wären alle nicht ganz Kleinkopf, wir wären Spinner. Ach, ich habe so viele Mails, die ich euch alle zeigen könnte. Der Mülleimer füllt sich immer mehr und ich muss den zwischendurch immer löschen oder leeren. Aber es kommen auch schöne Mails von vielen dankbaren Menschen und schlussendlich überwiegen die Gesamteingang dieser Resonanz, sage ich mal, aus dem gesamten Internet. Warum will ich mich jetzt an euch wenden mit Video? Nun, damit alle auch mal sehen, wer dahinter steckt, aber nicht nur aus dem Grund. Ich habe ja meine anderen Lieben vom Team nicht bei mir, leider. Die sind ja an unterschiedlichen Stellen, sage ich mal, platziert, wo sie messen. Und darum ist es wichtig, dass wir heute ein bisschen über die Messungen reden. Klar, wir haben kein Bovis-Meter. Wir sind nicht reich. Und wir sind auch keine gelernten Physiker, die mich da immer platt machen im Internet und mir schreiben, dass ich unter anderem die Lehre von Bovis ins Lächerliche ziehe und so weiter und so fort. Aber das ist alles gar nicht relevant. Zahlen, Werte sind für mich persönlich gar nicht relevant. Für mich ist eines relevant, was wir erreichen durch unsere Messungen mit solchen Tabellen und mit einem Händel, nämlich, dass wir ganz einfach anzeigen, dass stetig die Schwingung von unserer Mutter Erde ansteigt. Und das ist schlussendlich wichtig. Warum? Wie ihr alle wisst, wir leben in dieser neuen Zeit der galaktischen Welle. So bezeichnet mittlerweile auch schon die Wissenschaft diese Zeit. Und diese Welle, die kommt von der Urquelle, das heißt von der Ursonne des Universums, kommt die zu uns hier in unserer Milchstraße und schlussendlich auch zu uns lieben Erdlinge, sage ich dazu. Da sollte man eins bedenken. In der Bibel zum Beispiel, wenn ich die denn zitieren darf, ne, da wird diese Zeit, in der wir leben, diese Zeit der galaktischen Welle, die wird ein bisschen anders beschrieben. Und das ist ganz interessant, ja. Und nicht nur die Bibel, auch viele andere Prophezeiungen und Channelings und alles, was so geschrieben steht über diese neue Zeit, zeigt uns immer wieder diesen Wert, was passieren wird auf unserer Erde. Die Bibel redet zum Beispiel in dem Zusammenhang von Parousia, von Wiederkehr Christi. Das will jetzt nicht heißen, wie es in der Offenbarung beschrieben wird, dass Jesus
auf einem weißen Ross aus den Wolken heruntersteigt, ja, mit all seinen Heerscharen. Nein, das braucht man gar nicht so sich vorzustellen. Das war zu der Zeit bildlich beschrieben worden, weil die Menschen damals eben mit Pferden unterwegs waren und das auch zu verdeutlichen war auf diese Art und Weise von Beschreibungen. Ich bitte euch ganz einfach, jetzt alles Biblische beiseite zu schieben, ja? Und guckt einfach nur das, was im Wirklichen, im Hier und Heute passiert. Im Hier und Heute, ja, passiert diese Parousia, diese Wiederkehr Christi, durch die enorme Menge an kosmischer Liebesenergie. Die Energie aus dem Universum, das ist diese göttliche Liebesenergie. Und was macht die bei uns Menschen? Wir können es weltweit beobachten, auch wenn wir vielleicht denken, dem wäre nicht so. Ja? Also weltweit ist eine Bewusstseinsveränderung, die stattfindet. Wieso kann eine Bewusstseinsveränderung stattfinden in dieser Zeit? Nun, diese Energie bewirkt eine DNA-Veränderung bei uns Menschen. Die Wissenschaftler streiten das gar nicht ab. Nur sie haben Angst, das publik zu machen. Ja? Das könnte ja Panik hervorrufen. Sie lassen lieber die Leute wegsterben. Was wiederum eine Tatsache ist, die letzten 6 Monate, wenn ihr mal im Internet unterwegs seid, googelt das mal nach. Sterberate, Steigerung über 600%. Die Bestattungsunternehmen haben eine Hochkonjunktur wie noch nie zuvor. Na, nur nebenbei erwähnt. Der nächste Punkt ist das, dass wir diese Energiewellen, die reinkommen, enorm verspüren. Die einen Menschen verspüren gar nichts. Ja? Und da komme ich jetzt an ein heikles Thema. Die anderen Menschen, die schon bewusstseinsverändert sind, komischerweise gerade die, die fühlen ja viel mehr, also sind sensibler für diese Schwingungen. Und diese Menschen, ja, die fühlen viel mehr oder unter Anführungszeichen leiden darunter, weil ihre DNA-Struktur sich zum Teil schon umgewandelt hat durch diese hohen Schwingungen. Wie betrifft das jetzt aber den größten Teil der Menschheit, die Masse? Nun, die Masse, die leidet auch. Warum? Weil sie gewählt hat. Ja, sie hat gewählt. Ja, was gewählt? Ja, sie hat gewählt, wie Jesus das auch schon gesagt hat, den breiten Weg der Masse, nicht den schmalen Weg, der vielleicht Einschränkungen beinhaltet. Und dieser schmale Weg bedeutet zum Beispiel, diese Liebe, diese Energie der Liebe wirken zu lassen in uns Menschen. Ja, wie denn wirken lassen? Ja, ganz einfach. Indem ich nicht mehr töte, ich töte doch nicht, doch, wir töten alle, wenn wir zulassen, dass zum Beispiel Tiere getötet werden, damit ich mich ernähren kann. Das ist zum Beispiel ein Teil, wo wir in unserem ganzen Leben und im ganzen Sinn darunter leiden, wenn diese Schwingungen reinkommen und wir ernähren uns zum Beispiel noch mit oder von mit Fleisch. Ja, das ist ein Wahnsinn, was wir da an Negativschwingungen in uns aufnehmen. Und genau das ist heute mein Thema. Ich habe viele Mails bekommen, wo man mir vorgeworfen hat, ja, ich wäre nur auf diesen Energieausgleich aus, wenn ich Menschen reinigen würde, auf diese Spenden, um reich zu werden. Ich bin nicht reich, werde auch nie reich werden, ne? Weil das der Reichtum, dieser irdische Reichtum mich gar nicht interessiert. Ja? Mich interessiert vor allem, dass wir hier auf dieser Erde, ja,
Glück und Frieden bekommen und mein Zutun. Das ist zum Beispiel dieser Teil hier, wo ich auch was dazu beitragen darf, in dieser Form tätig zu sein. So, wir kommen jetzt wieder zurück auf die Ernährung. Was spielt die Ernährung ohne Fleisch so eine wichtige Rolle? Da will ich nicht, sonst würde dieses Video Stunden dauern, aber da will ich einfach verweisen, geht auf unsere Webseite und dort auf dieser Webseite findet ihr unter Joes Ernährungsprogramm alle Erklärungen, warum und wieso. Ja, das will ich euch mit auf den Weg geben. Joes Ernährungsprogramm einfach anklicken und bitteschön, tut mir einen Gefallen, guckt euch bitte alle Videos schön gleichmäßig an, was da drin steht und was die Aussagen sind im Endeffekt. Ich selbst bin jetzt seit fast 3 vollen Monaten auf Lichtnahrung. Oh ja, was heißt das jetzt wieder, Lichtnahrung? Lichtnahrung heißt ganz einfach, dass ich diese Energie, die aus dem Universum kommt, das ist ja Licht in verstärktem, verwehrtem Maße, dass ich dieses Licht in meinen Körper aufnehme, mental bewusst aufnehme und mich davon ernähre. Ich trinke Wasser, ne? Und das bekommt mir ganz gut, denn seitdem ich mich so ernähre, im Gegensatz zu vielen anderen, habe ich keinerlei Beschwerden mehr mit diesen Energiewellen, die reinkommen. Der heutige Wert, ich habe es gepostet, ist 21,00 QBE. Das ist vervierfacht gegenüber gestern Morgen. Und genau das ist die Ursache, warum ich dieses Video gemacht habe. Weil wiederum viele Menschen schreiben werden, weil wiederum viele Menschen sich Sorgen machen werden. Ja? Und ich kann euch nur eins anbieten, bei diesen Dingen. Geht hin, reinigt eure Energiefelder von allen Negativen. Dazu gehört die Ernährung. Ja? Lasst das Fleisch sein. Wenn ihr es nicht schafft, kurzfristig oder so brutal, wie ich das vielleicht gemacht habe, dass ich, als ich in Sizilien gewohnt habe, einfach hingegangen bin, alles geräumt habe aus dem Kühlschrank, meine Putzfrau verschenkt habe, ja, nein, das braucht ihr nicht tun, aber geht schon mal zurück, Schritt für Schritt, so wie es auf der Webseite beschrieben wird. Und dann werdet ihr es schaffen, dass ihr euch Erleichterung verschafft, ohne mal von all den normalen Krankheiten, wie Multiple Sklerose und sonstiges, Hautausschläge und so weiter, was alles passiert, durch die Ernährung mit Fleisch, dass das vergehen wird. Ihr werdet kein Übergewicht mehr haben, ihr werdet gesund sein, ihr werdet stark sein. Mein Gott, das ist so einfach. Aber alles göttlich ist einfach. Nur wir Menschen, wir glauben nicht daran. Das ist unser Problem. Für alle anderen biete ich an, bitte kontaktiert mich. Für alle, die Menschenmengen versammeln könnten, die Möglichkeiten haben, biete ich auch an, dass ich gerne Vorträge darüber halte, ja, wo wir nicht große Spenden brauchen, sondern einfach, dass wir da einen ganz kleinen Eintritt verlangen würden oder fordern würden, ist auch das falsche Wort, einen kleinen Eintritt, den man geben kann, ja, damit nur unsere Unkosten gedeckt werden, wenn wir irgendwohin reisen. Veranstaltet ganz einfach größere Möglichkeiten, dass man den Menschen das beibringen kann. Ich werde diese Menschen alle, wenn 1000 Menschen in einem Saal sind, werde ich diese 1000 Menschen reinigen in einem Mal. Das ist überhaupt kein Problem, das zu machen mit der göttlichen Kraft. Ja? Ich werde den Menschen helfen, dass sie den Weg finden, über den Ernährungsweg, über den energetischen Weg der Reinigung,
ihren Weg zu finden, auch auf unserem schönen Planeten zu wachsen, auf unserem schönen Planeten sich selbst, ihre DNA mit zu verändern, damit ihr Bewusstsein sich verändern kann. Und dass wir alle, wenn wir nicht blind sind, sehen wir das schon weltweit, was passiert. Nur die Mainstream-Medien, die reden nicht davon, aber viele andere. Und darum bitte ich euch, tut was, kommt in eure Kraft. Ja? Jemand, der interessiert ist, größere Verantwortung zu machen, bin ich sehr gerne bereit, meine Dienste zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche euch allen einen schönen Feiertag.